Ackerland und Kuhweiden in einem kleinen schleswig-holsteinischen Ort verwandeln sich jetzt wieder in ein riesiges Konzertgelände. Na klar, es geht um Wacken. Das Open-Air-Festival steht wieder an und ein Meilenstein beim Aufbau für das Metal-Festival ist das Aufhängen des stählernen Bullenschädels. Der hängt seit dem Nachmittag. Und in Wacken ist jetzt mein Kollege Sven Jachmann. Sven, wie laufen die Vorbereitungen? Ja, also was die Aufhängung des Wackenschädels angeht, läuft hier alles nach Plan. Der hängt jetzt in 28 Metern Höhe. In drei Teilen ist er von einem 100-Tonnen-Kran da aufgehängt worden. Erst kam der Schädel, dann das linke Horn, dann das rechte Horn. Und dort wurde er dann zusammengesetzt. Es wird fleißig weitergearbeitet. Wir sehen die Fasterbühne hier schon. Die Haderbühne nebenan, die fehlt noch. Markus Olmer, der leitet den Aufbau hier. Gestern starker Regen. Heute ist es ein bisschen windig. Wie läuft es für euch? Wind ist ganz angenehm, der macht die Sache trocken, aber zum Schädelaufhängen war die Sache etwas komplizierter heute. Aber er kam von der günstigen Seite, deswegen ging das recht gut mit dem Wind. Wir konnten wie beim Drachen steigen lassen, das Ding da oben einfach ranzaubern. Wenn der Schädel hängt, dann ist Wacken, das sagte der Gründer Holger Hübner. Wie ist es für euch? Richtfest heute? Dürfen Sie und Ihre Männer heute auch ein bisschen feiern? Es ist Richtfest für uns alle. Das heißt, dass jetzt in einer Woche das Fest losgeht, weil genau heute in einer Woche ist hier schon richtig was los. Alle wissen, dass es jetzt losgeht und heute Abend, ja, ein Bier mehr wird es schon geben heute Abend mal. Okay, bis Samstag müssen Markus Olmer und seine Männer hier fertig sein. Am Sonntag kommen schon die ersten Fans, 85.000 werden erwartet. Und am Mittwoch, ja, da geht das Konzert, das Festival, das Wacken oben her hier richtig los. 146 Bands und am Donnerstagabend werden hier zum Beispiel die Scorpions erwartet bei der 33. Ausgabe des Wacken Open Air. Besten Dank, Sven Jachmann in Wacken.